Wie ist es eigentlich, wenn ein Narzisst scheitert und das ganze Kartenhaus, was er sich mühsam errichtet hat, in sich zusammenfällt? Wir werfen in diesem Video einmal einen Blick auf die Welt eines Narzissten, der so viel Anstrengung und Mühe darauf verwenden muss, seine Maske, seine Fassade aufrecht zu erhalten. Gleich nach dem Intro geht's los. Narzissten sind innerlich leer. Sie sind auf die Zufuhr anderer Menschen angewiesen. Sie können sich selbst keine Liebe, keine Nähe und keine Geborgenheit geben. Sie können sich auch nicht selber trösten. All diese Dinge brauchen sie von anderen Menschen. So wie der Mond, wenn er leuchten will, die Sonne braucht, wenn er scheinen möchte. Genauso sind Narzissten. Sie brauchen die Wärme und die Nähe und die Zuwendung anderer Menschen. Ansonsten gehen sie ein wie die Primeln. Und wenn man einmal einen Blick hinter diese Fassade wirft und die Maskerade, das Bröckeln anfängt, dann sehen wir die Anstrengung, die diese Menschen haben, all das am Laufen zu halten, ihre Welt, ihr Konstrukt, was sie sich mühsam aufgebaut haben, am Laufen zu halten. Schaut euch mal auf Netflix die Serie House of Cards an. Da geht es um einen fiktiven amerikanischen Präsidenten, der unglaublich Energie und Aufwand in seine Bemühung reinsteckt, als Mr. Charming und Mr. Ich hab alles im Griff zu erscheinen. Unterstützt wird er dabei von seiner Ehefrau, die nicht minder manipulativ ist. Naja, und es kommt tatsächlich in diesem Film so, wie es kommen muss. Mr. President bekommt den Discard, aber nicht etwa von dem gewählten Volk, sondern von seiner eigenen Ehefrau und geht daran zugrunde. Nicht weniger eindrücklich wird dieses Streben nach Anerkennung, nach dem Kick in der Serie Exit deutlich. Das ist eine Serie, die lief eine Zeit lang in der ARD-Mediathek und ist zurzeit, glaube ich, auf Join noch zu sehen. In dieser Serie geht es um die Super-Elite der Börsenmakler in Norwegen und es ist so eindringlich und so gut erklärt, wie diese Menschen all ihr Geld, ihr Macht, ihr Ansehen einsetzen, um ihre innere Leere zu füllen. Es dreht sich alles nur um höher, schöner, weiter, gigantischer. Es werden Drogen genommen, es wird Geld verschleudert, alles nur mit dem Ziel, die eigene innere Leere auszufüllen. Narzissten haben so viele Ängste. Sie haben Angst vor dem Altwerden. Sie haben Angst, dass sie ihren Lifestyle nicht mehr führen können. Sie haben Angst, ihre Kräfte zu verlieren. Sie haben Angst, ihr Geld zu verlieren. Sie haben Angst, ihr Ansehen zu verlieren. Sie haben Angst, verlassen zu werden. Sie haben Angst vor Kritik und sie haben Angst davor, durchschaut zu werden. Auf der einen Seite spielen sie den Superhelden und wenn man nicht genauer hinschaut, dann kauft man diesen Leuten zunächst einmal diese Rolle auch ab und ist vielleicht sogar ein bisschen neidisch, was die Leute alles auf dem Kasten haben, dass sie ihr Leben so leicht leben können. Aber schaut man hinter die Fassade oder ist sogar mit einem solchen Menschen näher zusammen, das kann ja überall passieren, das kann ja auch am Arbeitsplatz passieren, dann merkt man, wie ängstlich diese Leute darauf bedacht sind, ihre Fassade aufrecht zu erhalten. Und so wird dann aus einem Superhelden ganz schnell dann auch mal das jammernde Opfer, welches sich darüber beklagt, wie gemein doch diese Welt ist. Das hat auch eine Zuschauerin von meinem Kanal sehr treffend erwähnt. Sie erzählt in einem Kommentar, dass sie das Gefühl hatte, mit einem 2- bis 3-Jährigen zusammen zu sein. Auf der einen Seite brillierte dieser Mann und meinte, den Superhelden rauskehren zu müssen. Und dann plötzlich war mit einem Schlag alle Luft aus diesem Ballon entwichen und er saß da wie ein Häufchen Elend und jammerte und jammerte und jammerte. Und das ist das, was ich in einem Video von mir auch schon einmal gezeigt habe, dass in diesem Narzissten, dass in einer narzisstischen Persönlichkeit erst einmal das verletzte innere Kind wohnt und dann der Erwachsene, der so tut, als wenn er
erwachsen wäre. Dieser Mensch, der eben noch Superheld war, ist plötzlich ein weinendes Kind und beklagt sich über die Ungerechtigkeit dieser Welt. Sowas macht ein Erwachsener doch nicht. Ein Erwachsener sagt, Mensch, ja, was habe ich jetzt falsch gemacht oder was könnte ich besser machen? Ein Erwachsener hat die Fähigkeit zur Selbstreflexion und ist bereit, Verantwortung für sein Verhalten zu übernehmen. Das macht ja ein Narzisst nicht. Ein Narzisst beklagt sich, wenn etwas schief läuft. Ja Mensch, warum läuft das jetzt schief? Ja, und ich habe doch alles richtig gemacht. Ich verstehe das überhaupt nicht. Und dann wieder zeigt er gnadenlos mit dem Finger auf andere oder er wird zu einem Häufchen Elend. Narzissten kommen ja auch sehr oft davon, wenn man ihnen irgendwie versucht, auf die Schliche zu kommen oder wenn man versucht, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Mit ihrem Charme überzeugen sie die anderen und ruckzuck haben sie wieder einen Flying Monkey mehr. Also ein Flying Monkey ist jemand, den der Narzisst mit seinem Charme um den Finger wickelt und plötzlich keine eigene Meinung mehr hat und ein williger Gefolgsmann dieses Narzissten ist. Ja, Narzissten setzen diese Techniken ein, um sich vor der Verantwortung zu drücken. Und so hört man dann auch, dass in einem Rechtsstreit sehr oft der Narzisst vor Gericht den Richter so beeindruckt und sich so gekonnt in Szene setzt, dass der Richter denkt, naja, also ich weiß gar nicht, was jetzt die Frau überhaupt hat. Ja? Das ist doch so ein vernünftig und klar denkender Mensch. Und die Frau könnte innerlich weinend zusammenbrechen, weil sie wieder einmal sieht, dass hier so viel Unrecht passiert, so viel Manipulation am Werk ist und es keiner sieht. Aber auch Narzissten kommen irgendwann an ihre Grenzen und werden mit den harten Fakten konfrontiert. Und sie merken, dass sie nicht immer durchkommen. Auslöser dafür, dass die Maske fällt und dass das Kartenhaus in sich zusammenfällt, können sein ein geschäftlicher Misserfolg. Sie werden verlassen. Kinder verlassen das Haus, sie werden vielleicht einer Straftat überführt und damit öffentlich irgendwo bloßgestellt. Solche Auslöser können dem Narzissten wirklich den Boden unter den Füßen wegziehen. Solche Dinge können eine sogenannte narzisstische Krise auslösen. Diese Menschen zerfallen. Sie sind dann nur noch ein Schatten ihrer selbst und dekompensieren. Ich finde diesen Ausdruck richtig toll. Ich bin normalerweise kein Freund von Fremdausdrücken oder Fachwörtern. Aber das hier ist so richtig gut, weil es beschreibt diesen Zustand. Der Narzisst hat unglaublich viele Anstrengungen unternommen, seine Fassade aufrechtzuerhalten. Unglaublich viel Mühe, Energie wurden da reingesteckt. Aber der Druck im Innern, der ist gestiegen und gestiegen und gestiegen. Und jetzt kommt ein Ereignis, welches ihm den Boden unter den Füßen wegzieht. Und der Druck ist jetzt so stark, dass ihm dieser Dampfkessel quasi um die Ohren fliegt. Er dekompensiert in diesem Moment. Und man kann diesen Menschen dann nicht mehr wirklich wiedererkennen. Das kann dann verschiedene Richtungen nehmen. Eine Richtung kann zum Beispiel sein, dass dieser Mensch ja, zu einem Waschlappen wird und jammert. Da hatten wir ja eben gerade schon drüber geredet. Ein Narzisst kann ja nicht selbst reflektieren und sagen, okay, wo ist jetzt mein Anteil an der Geschichte? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Ein Narzisst versteht jetzt die Welt nicht mehr. Er verfällt in Depression und geht vielleicht zu einer Psychologin. Und diese Psychologin hört sich das an und sagt, naja, okay, also es sieht nach Depression aus. Und der Narzisst sagt in diesem Moment, oh ja, ich habe eine Depression. Die eigentliche Ursache dahinter, die wird natürlich nicht erkannt. Die eigentliche Ursache ist ja die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ein Narzisst geht in eine Therapie nach dem Motto, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Und wehe, die Psychologin oder der Psychologe kommt jetzt den Narzissten auf die Schliche und sagt, du, also ich glaube, deine Depression ist gar nicht irgendwie jetzt die Ursache. Die eigentliche Ursache, die dir zu schaffen macht, ist eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Da kann es dann schon einmal passieren, dass diese Person vor Wut aufspringt und alle Masken fallen lässt, also während sie vorher noch ein Häufchen Elend war, kann sie plötzlich voller Energie wieder im Leben stehen und sagen, das lasse ich mir von dir doch nicht bieten. Das hat meine Psychologin erzählt. So eine Patientin ist dann rausgestampft und hat anschließend im Internet dann noch ordentlich Diffamierung betrieben, um es der Welt zu zeigen, an was für eine blöde Psychologin sie doch geraten ist.
Ein Narzisst, der dekompensiert, zieht nun alle Register, um wieder in das alte Fahrwasser zu kommen. Und da gibt es ganz seltsame Ausfallerscheinungen, die so ein Narzisst zeigen kann. Er setzt sich in sein Auto und fährt auf die Autobahn und macht die wildesten Überholmanöver. Es kann sein, dass er ins Reisebüro geht und sich eine komplett überteuerte Reise holt. Es kann sein, dass er auf eine Datingbörse, nein, nicht auf eine Datingbörse, auf ganz viele Datingbörsen geht, um ja wieder die Zufuhr zu bekommen, die er sich so sehr wünscht. Er ist im kompletten Ausnahmezustand. Man spricht auch manchmal von einer sogenannten Kernschmelze, die jetzt einsetzt. Und da gibt es nichts, was es nicht gibt. Ihr habt alle schon mal von diesen Familiendramen gehört, die sich manchmal abspielen. Wenn ein Familienvater zu seiner Ex-Partnerin fährt und der Ex-Partnerin und vielleicht sogar den eigenen Kindern Gewalt antut, es ist absolut schrecklich, was man da mitkriegen muss. Es kann auch sein, dass sie Panikattacken bekommen und ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Mir ist ein Fall bekannt, wo sich jemand mitten in der Nacht splitterfasernackt auf einer Verkehrsinsel wiedergefunden hat, um mit Whitney Houston den letzten Ton der Welt erklingen zu lassen. Das ist spooky, aber das ist wahr. Es kann auch sein, dass diese Menschen bei ihren Ex-Partnern wieder aufkreuzen und quasi betteln und in Tränen ausbrechen und sich reumütig zeigen und treue Schwüre abgeben und alles in die Waagschale werfen, um ja wieder ihr altes Leben zurückzubekommen. Manchmal ist für diese Narzissten dieser Tiefpunkt, an dem sie jetzt angekommen sind, eine echte Chance zur Umkehr. Vielleicht begeben sie sich tatsächlich in Therapie, weil sie merken, es kann nicht wirklich so weitergehen. Es geht nicht. Es ist zu viel Schreckliches passiert und ich leide zu sehr. Und ich merke ja, dass ich langsam hohl drehe und wirklich nichts mehr im Griff habe. Die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas passiert ist, sehr, sehr gering. Das ist die Wirklichkeit. Das sagen alle Experten, dass das so ist. Die viel größere Wahrscheinlichkeit ist, dass nach einem Tiefpunkt der Narzisst sich irgendwie wieder aufrappelt und sagt, okay, es muss ja irgendwie weitergehen, weil ich bin das gewöhnt, ich habe das schon immer so gemacht. Und ja, im Alter merken dann vielleicht diese Narzissten, dass die besten Jahre eigentlich vorbei sind und dass sie das Leben, was sie vorher geführt haben, so nun wirklich nicht mehr weiterführen. Weil sie haben kein Geld mehr, sie sind alt geworden, sie sind unattraktiv geworden. Und da sieht man manchmal in den Medien so wirklich traurige Z-Promis, die es einfach nicht gerafft haben, dass ihre Ballroom-Days, also die guten alten Zeiten, unwiderruflich vorbei sind. Aber sie tun so, als wenn es immer noch so wäre und als wenn immer noch alles in Ordnung wäre. Ich finde das Beispiel von einer Ex-Freundin von Dieter Bohlen so schrecklich, die jetzt auf Mallorca als Ballermann-Sängerin ja ein auf heile Welt macht. Ja, ihr Lieben, ihr seht, auch ein Narzisst wird irgendwann einmal scheitern. Davon bin ich überzeugt, denn auch ein Narzisst wird am Ende des Lebens vielleicht einmal Rückschau halten und so im tiefsten Innern auch einmal ehrliche Rückschau halten und dann merken, es war unglaublich viel Schein und wenig Sein. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.